So, hallöchen und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator 2. Ich habe gerade noch das Radio angeschmissen und da geht's auch schon los, meine Güte. So, diesmal ziemlich kurzen Anhänger dran, das macht aber nichts. Wir sind 155 Meilen unterwegs. Ich kann die ausschalten eigentlich. Da kommt niemand. Da, ob da jemand kommt, ist uns egal, das passt so. So, wir fahren nach Los Angeles, habe ich gehört. Für ein bisschen Geld. Also ich hätte jetzt wieder die Fahrt nehmen können, die am meisten Geld bringt. Das wäre wieder von Las Vegas nach Bakersfield, glaube ich, gewesen. Also die Strecke, die wir letzte Folge schon ein oder zweimal gefahren sind. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ich wollte jetzt mal, ich will ein bisschen noch was anderes zeigen, weißt du? So, vorsichtig. So, passt. Immer dieselbe Strecke fahren ist auch doof, ne? Muss man mal so sagen, ist auch doof. Da fahren wir mal hier ein bisschen lang, hier sind wir nämlich noch nicht lang gefahren tatsächlich. Man muss ja sagen, so groß ist die Karte natürlich erstmal noch nicht. Das heißt, wir werden schon das eine oder andere Mal auf denselben Routen fahren, das machen wir auch im Euro Truck 2. Da kommt das ja auch mal vor, aber hier ist halt die Karte wirklich noch, ja, nur Kalifornien und Nevada erstmal, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass selbst da noch ein paar Stellen dazukommen. Oh, das ist so ein bisschen eine scharfe Kurve, tut mir leid. Dass da selbst noch ein paar Stellen hinzukommen. Aber erstmal ist es halt so. Und wenn wir da die eine oder andere Strecke mal öfters fahren, dann verzeiht es mir bitte. Ne? Also man kann da nicht immer was machen. So, die Polizei muss ja vorbildlich sein, lässt mich vor, das ist ja nett. So. Perfekto. Da läuft das Ding. So, wir müssen gucken, dass hier keiner kommt. Sieht gut aus, wir können hier mal hoch, wir können hier mal rumziehen. Jetzt habe ich wieder was im Hals, das ist auch schön. Ja, der zweite Tag quasi, an dem wir hier in den USA sind. Die letzte Folge natürlich wieder dezente Überlänge. Es ist schon fast Fallout-Niveau. So, kurz was getrunken. Bisschen, naja, eigentlich ist es Tee, aber ich habe ja noch ein bisschen Energy stehen, weil ich mache halt ein bisschen Aufnahmemarathon quasi. Weil ich jetzt tatsächlich ein bisschen dick, fett im Voraus aufnehmen möchte tatsächlich. Was heißen möge, jeden Tag zwei Folgen Fallout, zwei Folgen Euro Truck oder American Truck. Und ja, eigentlich muss ich für Samstag und Sonntag gleich mit aufnehmen. Das muss ich auch noch irgendwo dann reinquetschen. Aber da kann ich vielleicht einen extra Tag machen. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ich muss einfach mal gucken, dass mit dem Sendeplan und Hochladeplan und so, das hat aber vorher eh alles nicht hingehauen. Das war eigentlich, ja, es hat einfach nicht gepasst. Weil ich nicht an einem Abend fünf Folgen Fallout aufnehmen kann, die am nächsten Tag fertig machen und hochladen kann. Dann am nächsten Tag Euro Truck oder American Truck aufnehmen kann, fünf Folgen, die dann am nächsten Tag wieder fertig machen, das funktioniert nicht. Das wird nichts. Das funktioniert so wirklich nicht. Das ist rein zeitlich einfach nicht stemmbar. Die Folgen vielleicht, wenn man pro Folge vielleicht so eine halbe Stunde einrechnet, geht das. Aber das Umkonvertieren am nächsten Tag und klein auch mit hochladen, das ist zeitlich, das geht nicht. Da würde ich früh anfangen und bis in die Nacht sitzen. Das geht echt nicht. So, wie viel fahren wir denn? Ich kann noch ein bisschen hochschalten, ne? Ich guck mal gerade Speed. Ah, 50, 51, alles klar. Das lässt sich so ein bisschen im Blick habe. Zack, so 55er Tempomat, das passt. So, wird es jetzt dreispurig, dann ziehe ich hier nämlich mal rüber. So, ist ganz schön. Wir fahren übrigens wieder ein Peterbilt. So sieht das Ding aus. Oh, hier geht's doch runter. Entschuldigung. Wow, Entschuldigung. Tut mir leid. Ach geil. So ein fettes Closed-Schild drüber. Schön. Finde ich besser als beim Euro-Truck, wo dann dieses, wo dann einfach nur XXXXXX steht, weißt du? Da bin ich, Alter, was ist das für ein Autobahnkreuz? Freunde, was ist das denn? Um Gottes Willen, wenn die das hier einarbeiten, ne? Oh mein Gott. Hier findest du dich doch nicht zurecht, ey. Was ist denn hier los? Wie viele Straßen treffen sich denn hier? Krass. Ach
so, ja, und hier hinten gleich noch ein fettes Autobahnkreuz dahinter. Ja, klar. Ja, klar. So, hier steht übrigens auch abbiegen und geradeaus. Das ist schön. Würde ich mir auch beim Eurotrack 2 wünschen manchmal. So, wir können hier aber mal rüberziehen. So. Aus dem Grund, wir müssen hier rum. Dem Typen mit dem Traktor dahinter her quasi. Nee, ist gar kein Traktor, ne? Das ist, glaube ich, eine Planierraupe gewesen. Heißen die Planierraupe? Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. So, hinten sieht gut aus. Auflegerstabilität ist auf jeden Fall gegeben. Wow. Wir haben ein bisschen den, naja, Grünstreifen möchte ich es nicht nennen. Den, was ist denn da? Ja, eigentlich ist es ein Grünstreifen, aber es ist halt nicht grün. So wirklich, ne? Die haben ja gerade in Kalifornien und Nevada extreme Probleme mit dem Wasser, ne? Die sind ja schon teilweise so weit, dass sie sagen, die und die Häuser dürfen nur an dem Tag ihren Rasen wässern. Oder, was auch viele machen, Kunstrasen auslegen zum Beispiel. Oder ihren Rasen grün anmalen lassen. So weit sind die da schon, was den Wassermangel angeht. Das ist schon heftig. Aber die haben ja auch gesagt, auch so, dieser Lake, wie heißt das Ding? Ich weiß es nicht, dieser riesige Stausee und dieser See da, dieser fette, der ist sowieso irgendwie in 20, 30 Jahren leer. Egal was man macht, ob man jetzt Wasser spart oder nicht, das Ding ist so oder so leer. So, wir müssen hier runter. Und das ist schon heftig, ne? Aber ich meine, gerade Las Vegas ist die absolute Wasserverschwendung, wenn wir mal ehrlich sind. Was da an Springbrunnen steht und alles und alles grün und überall Palmen und alles, das kostet so extrem viel Wasser. Weil es halt so eine Stadt einfach mitten in der Wüste eigentlich ist. Ja, das hat gut funktioniert. Wie gesagt, das mit der Schnauze, da muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten. Das funktioniert noch nicht so ganz immer. So, jetzt kommen wir hier rum. Perfekt. Da muss ich mich noch ein bisschen einfahren. Tut mir leid. Aber ist halt so. Kumpel, du bleibst stehen. Haben wir es verstanden? Danke. Was fährst du? Du fährst auch Peterbilt? Ne, ist kein Wurf. Okay. So, Speedlimit 30. Ach, da sind wir schon an unserer Bestimmung. Das wäre jetzt ein bisschen eine kurze Folge, wenn ich ehrlich bin. Wie lange war das jetzt? 10 Minuten? 12? Maximal 15? Ne, da hängen wir noch eine Fahrt dran, Freunde. Da hängen wir noch eine Fahrt dran, das kannst du aber wissen. So, einmal hier hoch. Hui. Ach, guck mal, zu Wallbird. Ja, ich verstehe. Hier sind wir tatsächlich schon mal lang gefahren, ne? So, das hier ist auch nur so ein pures pure Verladestation, wie ich sehe. Und nicht so ein Laden, nicht so ein Supermarkt gleich mit dran. Warum sind euch alle rausgelassen? Was ist denn das für ein Nest hier? Sind allein gescheißert. So, wo sollen wir denn hin, Freunde? Wir gucken mal. Hallo, Herr Wachmann. Er steht aber auch sehr. Er tut sich auch sehr wichtig, wie es aussieht. Da hinten. Alternativ wäre da. Wir nehmen den. Gibt 90 EP. Es hängt also wirklich damit zusammen, wohin wir liefern. Oder wie verzwickt die. Oder wo die Position ist, wo wir parken sollen. Wie schwierig das ist wahrscheinlich, ne? Stehen da Anhänger? Ja, aber das geht. Das müsste klappen. Oh. Ich muss mich korrigieren. Wir müssen hier mal wieder wenden. Wir müssen hier doch rückwärts wieder rein. Das war gerade knapp. So, vorwärts einmal hier rum. Kommen wir da rum? Nee, kommen wir nicht rum. Nee, bleib mal da. Bleib mal hängen. Jetzt kommen wir rum. Okay, wir müssen wieder rückwärts hierher. Oh, geil. Oh, guck mal, die fahren sogar auf der Halfpipe. Das ist ja krass. Cool. Das gefällt mir. Hast du es gesehen? Geil. Guck mal. Da, der fährt auf der Halfpipe. Wie cool ist das denn? Macht der auch Tricks oder sowas? Ach, da fahren gleich mehrere. Ach, wie cool. Der Typ macht einen kleinen Stunt, der eher nicht so. Ist ja voll geil. So, jetzt gucken wir mal hier rückwärts, dass wir hier reinkommen. Finde ich total geil. Wie es aussieht, dieser Anhänger, ne? Voll kurz und dann eine Achse, sieht irgendwie so lächerlich aus einfach. Also fetten LKW vorne dran einfach. Es will irgendwie überhaupt nicht so zusammenpassen.
muss ja echt gucken, dass ich das irgendwie, dass ich das hinkriege. Ich muss mich da echt noch ein bisschen einarbeiten. Das ist was anderes als beim Eurotruck. Das ist tatsächlich was anderes. Ah, da sitzt einer auf den Paletten und isst was. Das ist auch schön. Geil, fällt mir. Okay, es war zu nix. Ah, das kriegt mir auch wieder mehr Erfahrungspunkte, ne? Weil es ja wieder so blöde verzwickt ist, ey. Ende von der letzten Folge einfach irgendwie so 5 Millionen Erfahrungspunkte einfach kriegen müssen. Boah, war das mies. Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz nach vor. Ganz vor. Tut mir leid, aber... Ja, das ist wieder ein bisschen zu viel. Halt! Ja, das sind mehrere Rückwärtsgänge, ne? Fuck. Okay, wir haben Spaß. Gleich haben wir's. Bildet sich voll die Folge in die Länge. Ja, Entschuldigung. Ich kann's aber gerade nicht. Ich kann es halt irgendwie echt nicht besser. Es will irgendwie nicht passen. Ist doch gar nicht. Es will einfach nicht reinpassen. Das kann nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt müssen wir vorbeikommen. Jetzt kommen wir vorbei. Ja, es passt. Der Sonnenschutz ist auch schön. Der wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen als Sonnenschutz, muss ich zugeben. Die Lichter da oben drauf sind mir überhaupt nicht aufgefallen, tatsächlich. Alter. Moment, kurz am Ohr kratzen. Ah, schon besser. Rollst du mal hier nicht los oder was? Ich glaube, es geht los. Hör mal auf, da rumzurollen, ne? So. Weg damit. Alles klar, 1999 Dollar, das gefällt mir. Alles klar. Sag mal, ich hab dir doch gesagt, du sollst das Scheißteil unsichtbar. Das gibt's doch gar nicht. Mach das Ding an, Mensch. Was soll denn das? So, wir nehmen noch eine Fahrt mit. Aromaten? Ist nicht weit. Wir kriegen aber trotzdem 1600 Dollar dafür. Das klingt gut. Verdammt, das klingt gut. Den LKW sind wir, doch, den sind wir so schon mal gefahren, ne? Ohne Schlafkabine sind wir schon mal gefahren. Boah, Alter. Das ist das erste Mal, dass ich hier einen Anhänger sehe mit drei Achsen. Guck es dir an. Und das ist einer der Anhänger, vor denen ich Angst habe. Den gibt es nochmal anders mit zwei Achsen. Warum bin ich im siebten Gang? Was ist denn hier los? Das Ding hat tatsächlich drei Achsen. Oh oh. Wird lustig. Ja, wird's nicht. Wir müssen echt gucken, dass wir damit nirgends hängen bleiben, ne? Sonst war's das. Wir müssen da echt aufpassen. Gerade hier bei diesen Kurven. Saugefährlich. Saugefährlich einfach. Oder hier beim Straßenüberqueren. Ach, guck mal. Ach, hier fährt gar keiner lang. Okay, da ist die Straße zu. Da ist die Straße also wirklich zu Ende. Ich dachte, da geht's nur irgendwie. Da ist nur für uns dann so eine Sperre wieder drin oder so. Ich muss zugeben, ich freue mich mega, dass ich den jetzt spielen kann. Und dass ich das jetzt einfach darf, ne? Das ist klar. Ich freue mich da so mega drüber. Achso, Entschuldigung. Und ich freue mich auch mega drauf, wenn ein neuer Start dazukommt, wenn ein neuer LKW dazukommt. Das wird der Oberhammer. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die LKWs ohne Schnauze, die gibt es ja hier auch. Ich weiß gerade nicht, da gibt es so einen ganz berühmten, der ist ein ganz bekannter, ich weiß aber gerade nicht, wie der heißt. Es ist schon lange her, schon sehr lange her. Und da freue ich mich mega drauf. So, jetzt müssen wir hier auch aufpassen, dass wir irgendwann rausziehen, wo wir mehr als genug Platz haben. Und vor allem, wir dürfen das Stoppschild nicht mitnehmen. Ne? Da müssen wir echt mal aufpassen hier. Ne, der ist auf unserer Spur. Der LKW auch. Wir warten mal, bis die LKWs noch vorbei sind. Stehen wir eigentlich? Wir können noch ein Stück vor. Das
kommen wieder Tausende, ne? Ist auch kacke. Wir haben auch keine richtige Auffahrt hier, auch wenn das eigentlich eine Autobahn ist. Scheiße. Schöner LKW. Verdammt. Vor der Polizei will ich auch nicht rausziehen, bin ich ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Das war der Berufsverkehr hier auf einmal, ne? Ich lass mal ein Stückchen rollen. Jetzt hat mega in die Eisen gestiegen. Ah, der bremst. Dankeschön, da sind wir raus. Oh, wir nehmen das Stoppschild, glaube ich, mit. Tatsächlich nicht. Sehr gut. Ja, wie gesagt, die Anhänger sind so mega lang, da musst du so aufpassen. Und vor allem, gerade so einen winzigen Anhänger gefahren, mit so einem fetten LKW. Und jetzt ist es genau das Gegenteil. Es ist so ein kleiner LKW ohne Schlafkabine und nichts dran. Und so einen fetten Anhänger einfach. So, welcome to California. Yeah. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir so viel Geld kriegen, einfach nur, weil wir diese ganzen Gefahrgutzuschläge wahrscheinlich kriegen. Aromaten? Es ist irgendeine Chemikalie, also da kriegen wir auf jeden Fall irgendeinen Bonus darauf. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, der Tee ist ganz lecker. Mittlerweile ist Arizona. Ich habe nur eine Folge Fallout aufgenommen gehabt vorher. Da habe ich gedacht, weißt du was, den trinkst du jetzt einfach mal. War erst irgendwie merkwürdig, weil der grüne Tee so komisch bitter ist und da ist noch Honig drin und der ist dann so süß. Und mittlerweile schmeckt es irgendwie. Die ersten paar Nipper daran, sage ich mal. Und irgendwie so, was ist das denn? Aber jetzt so mittlerweile so total geil. Irgendwie schmeckt mir das auf einmal. Ich weiß nicht warum. Aber es ist gut. Ist aber auch, glaube ich, nur, ja, es ist irgendwie so 355 Milliliter. Also so ganz merkwürdige Dosengröße, sage ich mal. Irgendwie ganz merkwürdig. Aber ich glaube, die hat auch irgendwie nur 60 Cent gekostet oder so. Und dann natürlich noch Fanta. Pfand dazu? Ja, noch Pfand dazu, 25. Nee, ich glaube Dosen waren zu 15 Cent, ne? 15 Cent? Ich glaube 15 Cent, ne? Flaschen waren 25. Und Glasflaschen oder Hot? Waren das nur Glasflaschen, die 8 Cent waren? Ich weiß es gar nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich überhaupt Geld für kriege, wenn ich die ganzen Flaschen wegschaffe und Dosen. Guck mal, da ist ein Schrottplatz. Schau mal da. Oh, Alter, was da für Müllberge liegen. Krass. Ach nee. Ach, das ist ein Autoschrottplatz. Da war ein Autowracks hochgestapelt. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Total cool. Da ist ein Heißluftballon. Guck mal da. Da ist eine Starkstromleitung. Auch nicht schlecht. Es ist schon schön hier, muss ich sagen. Da ist wieder so ein komischer. Was ist denn das? Eine Ranch oder irgend sowas? Da ist auf jeden Fall ein Feld irgendwie hinten dran. Oh, ja, ich war ja vollkommen falsch. Wir gucken gerade mal, wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich schon wieder anfange zu reden, während ich außen bin. Also außerhalb vom LKW, weil das ist ja für euch ein bisschen lauter als für mich gerade. Und da fange ich immer an zu reden. Es tut mir echt leid. Ich kann da echt nichts. Das ist so ein bisschen doof. Ich weiß. Also wenn man mich da mal nicht versteht, bitte nicht böse sein. Ich muss mir das irgendwie merken, dass ich da aufhöre zu reden. Vielleicht hört man mich ja auch, dann könnt ihr gerne Bescheid sagen, dass man mich... Oh, zu schnell, dass man mich ganz gut hört, das wäre mir ganz lieb. Weil ich weiß es nicht. Ich kann das nicht so beurteilen. Muss ich mal gucken. So. Ja, wir sind ein bisschen zu schnell gefahren, haben natürlich gleich wieder die Quittung dafür gekriegt, aber das macht nichts. Ich glaube, so viel bezahlt man dafür gar nicht hier. So, wir ziehen mal gleich hinterher. Bisschen ausholen quasi, dass man nicht irgendwie was mitnehmen. Nein, ich habe einfach nur zu spät eingeschlagen. Oh nein. Oh Gott, nee. Alter, Leute, wenn dieser Parkplatz hierfür wieder da hinten ist, dann nehme ich einen anderen. Es tut mir leid, aber dahinter fahre ich nicht nochmal. Nee, das kannst du sowas von knicken, Freund. Dahinter fahre ich nicht nochmal. Kann man das eigentlich im Nachhinein umändern? Bestimmt nicht. Dahinter fahre ich nicht nochmal. Das kannst du voll vergessen. Das hier wird schon doof genug, weil der Anhänger halt so lang ist. Ne? Wobei, müsste gehen. Ja, passt so. Es tut mir leid.
Aber dahinter fahre ich nicht mit diesem fetten Trailer. Bei dem kleinen, den wir vorher gefahren sind, hätte ich das gemacht. Aber bei dem, ne. No way. Niemals. Naja gut, Erfahrungsbonus haben wir ein bisschen was gekriegt. Ach, für Hasenmatt-Lieferung. Mhm. 16 EP. Ja gut, 15 EP für Folgen des Aufliegers. Das ist mir gerade mal egal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.